ich war über 1000 das erste Mal. Und Kamera anscheinend direkt wieder rausgefallen. Das ist irre klein, das Ding. Ja, hier kommt's, hier kommt's. Und ich muss gleich rum, hier ist das Ende gleich. Bin ich schon ein paar Mal, weil ich die Kurve nicht schnell genug gemacht habe, direkt rausgefallen. Also ich habe hier einen enormen Windversatz. Wenn man sich die Wolken anguckt und auch die Windwerte, eigentlich ein super Tag. Trotzdem erstaunlich schwierig. Ich habe hier gerade einen sehr merkwürdigen Bart. Der hat mich relativ gut mit 2 Meter integriert ein Stück weit hochgebracht. Und dann habe ich ihn irgendwie verloren. Also Bart war es nicht, es war eine Blase. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob ich zurückdriften sollte oder lieber hier lang. Aber die Wolke vor mir sieht halt gut aus. Die entsteht auch gerade erst. Ha. Mit Mühe und Not kann ich jetzt gerade nur noch die Höhe halten. Und wieder raus. Gerade. So, ich glaube, das war's mit dem Tag. Ist jetzt ungefähr 19 Uhr. Ja, ich werde hier vorne an den See landen und da mein Biwak aufbauen. Die Luft riecht ganz gut. Ich habe hier eine 11er Gleitzahl. Da ist kurz, das passt. Hier stehen übrigens überall so Camper und Angler und sowas. Da ist auch schon ein Zelt. Ich werde mir hier hinten die Ecke aussuchen. Da ist auch ein kleiner See. Könnt ihr auch noch hingleiten, ist auch abseits. Eigentlich fast noch besser. Und da ist auch eine Kirche, ne? Ach komm, weißt du was? Dann gleiten wir zu dem kleinen See. Weil da ist nämlich weniger los. Weniger los finde ich immer schöner. Gehen wir noch kurz in die Verlängerung, das gibt es ja gar nicht. Es ist richtig schöne, warme Luft. Ach siehst du, das wird von dem hier sein. Von dem dunklen Acker jetzt. Nur noch 430. Will mich richtig hier rüber schieben, ne? Ich muss also nicht unbedingt an den See landen. Der sieht auch privat aus, wenn ich das richtig sehe. Ist ein Zaun drum. Hm. Aber in der Nähe von so einem kleinen Dorf wäre ja nicht schlecht eigentlich. Ach, ich lande da, wo es mich hintreibt. Hier sind genug grüne Wiesen. Ist das eine Hügel da? Ja, ich habe sogar ein bisschen zugemacht. Bisschen Höhe gewonnen. 20 Meter.
geguckt, gell? Also die Flasche muss ich unbedingt einpacken. Dass ich die nicht verloren habe, ist echt Glück. Jetzt hätte ich jetzt ein Wasserproblem. So, hier sind wir. Was eine schöne Ecke. Jetzt baue ich mal mein Nachtlager auf. Bisschen entspannter als beim letzten Mal, wo der Regen dann auf einmal kam. Ja, wichtig ist mir halt natürlich, weil ich ja thermisch auch fliegen möchte und heute auch die meiste Zeit gemacht habe, dass ich halt möglichst leicht und windschnittig unterwegs bin. Das heißt, ich will außen nichts dran hängen haben. Bewährt hat sich hier mein kleines Frontbag, wo ich die ganzen Kleinigkeiten drin habe, mein Essen. Also ich esse dann halt immer kalt mit Snacks. Ja, Waschzeug, Zahnbürste, das ganze Flickzeug, Erste Hilfe, Zeltheringe, die Powerbank, die Kamera, Handtuch. Ja, das sind so alles so die kleinen Sachen, die habe ich hier vorne quasi drin. Klar, Jacke habe ich an. Fronttank ist unterm Beinsack. Meistens ist die Tasche unten so voll, dass ich dann eigentlich meine Wasserflasche hier immer eingeklinkt habe und dann so geflogen bin. Die stört dann aber doch ein bisschen beim Fliegen. Hatte ich halt gedacht, okay, dann kann man halt zwischendurch auch mal was trinken, aber praktisch kommt man da eh nicht zu, meist in thermischer Luft. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich da ein bisschen anfange was zu machen, dann falle ich halt raus und finde dann meistens die Blase nicht wieder. Da muss schon ein sehr gut sortierter Tag sein, dass das funktioniert. Und dementsprechend werde ich die jetzt auch immer noch unten mit reinpacken. Ja, und die ganzen essentiellen Geschichten, die sind halt unten drin. Dazu hat sich jetzt bewährt, dass ich den einfach vorsichtig so hinlege. Kann ich das hier ein bisschen hochpacken und dann komme ich hier sehr gut ran. Das ist quasi das Airbag-Fach. Und im Endeffekt ist alles so ähnlich wie bei meinem ersten Biwak-Video, aber es ist halt alles noch ein bisschen verfeinerter. Ich habe hier einen kleinen Tagesrucksack, wo auch mein Tank reinpasst. Da habe ich den Schutz von dem Paramotor. Ich habe ein kleines Schloss immer mit bei. Das heißt, den kann ich einpacken und irgendwo anschließen auch mal. Mache ich auch nur in Notfällen, aber ein paar Mal habe ich es jetzt schon so eingesetzt. Hier ist nochmal Ersatzsprit. Dann habe ich hier mein Kopfkissen sozusagen, wo meine Klamotten drin sind. Der Schlafsack, gleichzeitig auch Pumpbeutel. Und hier ist schon mein Biwak-Zelt mit vollständigem Mückenschutz. Also es ist zumindest was das Mückenschutz angeht, vollständig zu. Hier ist auch die Isomatte. Und das war's im Prinzip. Mehr habe ich da nicht mit. Alles raus? Ja, alles raus. Ich habe übrigens die Kamera auf linear gestellt, dass es ein bisschen mehr so filmische Optik hat, ohne Verzerrung. Das habe ich aber vergessen in der Luft umzustellen. Das heißt, wir haben jetzt in der Luft leider ein bisschen Aufnahmen mit linearem Bild nur. Wir müssen mal gucken, wie das soweit geklappt hat. Clou hierbei ist, worauf ich recht stolz bin, dass ich hier den Quick Release Hub mir nicht nur deswegen angeschafft habe, dass man ihn schnell aufbauen und verladen kann, werkzeuglos, sondern auch, dass man hier ziemlich schnell an den Prop rankommt. Und der Prop ist halt auch gleichzeitig meine Zeltstange.
So, und dann haben wir das schon. Ist eigentlich schnell aufgebaut, das Ding. Ja. Und so schaut das von innen aus. Ringsrum geschlossen. Aber ohne Unterlage. Das heißt natürlich, idealerweise sind es so Wiesen und so, wo man dann evakuieren sollte. Aber ich muss ja eh mal gucken, dass ich irgendwo auch lande, wo ich mit dem Motor halbwegs klarkomme. Und ich habe mir so gedacht, notfalls, wenn es mal härterer Untergrund ist, kann ich ja auch meinen Zellenpacksack drunter legen. Der hat genau die Länge und ist halt so breit wie meine Isomatte. Und dann würde ich den halt noch ganz nach unten schieben. Habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht und bisher immer lieber... Das ist auch schön. Mein Gleitschirm schön eingepackt gelassen die Nacht über. Ja, und der kommt dann meistens immer ans Fußende ganz nach unten und dann habe ich den schön da stehen. Ja, und hier ist quasi der Paramotor drinne. Und ich habe mich jetzt quasi dafür entschieden, das getrennt zu machen. Das alte Tarptent, das Duo, da war es ja möglich, den Motor mit reinzunehmen. Aber teilweise ist es dann doch recht eng geworden, wenn der Motor direkt drinne stand. Und der große Vorteil von dem Setup ist jetzt, außer dass ich noch ein kleines bisschen Gewicht und Volumen spare, also ja, Volumen vielleicht nicht, aber ich spare ein kleines bisschen Gewicht. Der große Vorteil ist aber, dass ich das mal so zurücklassen kann, wie ich das ja in meiner etwas größeren letzten Probe-Bivak-Tour gemacht habe, wo leider das Videomaterial kaputt gegangen ist. Vielleicht kriege ich es ja noch hin, vielleicht kommt da noch mal irgendwann ein Video. Ja, und da kann man halt das Ding auch mal so jetzt anschließen mit dem Rahmen, mit meinem Schloss am Zaun. Dann gehe ich hier immer vorne an den Reißverschluss raus, mache das sonst wieder zu. Und dann ja, geht das eigentlich ganz gut. Da sieht man schon, die Isomatte ist so groß. Das ist die reguläre, aber in der breiten Variante. Weil die ganze Matte ist so leicht und aus so viele Gran Material, da habe ich trotzdem einfach die große Breite genommen, damit man einfach ein bisschen mehr Komfort hat. Ja, da ist das Zelt gut ausgefüllt. Oder das Tarp. Da drauf mein schöner Quilt. Ja, und zu guter Letzt. Den Packsack habe ich jetzt auch schon ewig. Richtig schön leicht aus Cuben-Material, also für so einen Gear-Freak. Genau das Richtige. Hört man halt einmal, hat man für immer. Und den dreht man auf links, dann hat man hier so ein richtig geiles, angenehm zu schlafendes Vlies. Und meine Fliegerjacke, oder die Daunenjacke hier, die hat die ideale Größe. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, war gerade der Akku leer. Diese Isomatte, die ist insofern ziemlich cool, weil das so eine Art gummiartige Oberfläche ist. Das heißt, hier rutscht nichts hin und her. Das ist eigentlich ziemlich genial. Also habe ich keine Probleme, dass das Kopfkissen wegrutscht. Und ja, genug Platz hier für meine Ausrüstung ist auch schön drin. Und wie gesagt, der Paramotor steht gleich hier. Den lasse ich draußen stehen. Bin jetzt gerade übrigens fertig geworden. Da ist der Sonnenuntergang. Jetzt snacke ich ein bisschen was. Internetempfang habe ich hier keinen. Sonst würde ich glatt noch ein bisschen ein Video gucken oder so bei YouTube. Aber ja, auch nicht schlimm, wenn das nicht geht. Ne? Und das ist jetzt die Portion für heute Abend tatsächlich. Und hier drinne habe ich das gleiche nochmal. Und das ist eigentlich immer so mein Proviant, den ich mitnehme. Das ist jetzt eh nur für eine Nacht gedacht.
Und morgen hoffe ich, dass ich nochmal schön lange fliegen kann, auch ein bisschen Strecke mache und so. Im Idealfall wieder zurückkomme. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. 2 Liter Wasser nehme ich mit. Ich habe einen Wasserfilter und noch einen kleinen halben Liter Wassersack hier drin. Brauche ich eigentlich meistens nicht. Liegt aber so wenig, dass ich es trotzdem dann mitnehme. Und ja, das ist übrigens mein Kulturbeutel. Nach den ganzen Touren und rumprobieren ist das jetzt alles, was übergeblieben ist. Ich hatte schon mal eine Fingerzahnbürste, aber die fand ich dann doch zu blöd, weil man da die Zähne nicht so gut sauber kriegt. Deswegen habe ich jetzt doch wieder eine normale Zahnbürste, aber abgesägter Griff, kleine Zahnpasta, ein Stück Seife und das nehme ich auch gleichzeitig dann quasi als Deo. Ja, mit dem Fluss hat leider nicht gepasst, sonst hätte ich tatsächlich noch nur eine Abkühlung gemacht. Das wäre natürlich super cool gewesen, hätte man richtig schön gemütlich geschlafen. Aber hier in den kleinen Bachlauf will ich jetzt nicht gehen. Ja, und halt ein kleines bisschen Sonnencreme. Das war's eigentlich. Ja, und jetzt merke ich schon, Sonne ist gerade erstmal weg. Jetzt kommen schon die Mücken. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das Mückennetz habe. Das mache ich jetzt direkt mal zu. Ja, es soll nicht regnen, das heißt, ich lasse es hier trotzdem offen. Ich finde das so witzig mit dem Propeller hier. So, und wir werden aber, achso, bei den herzhaften Sachen anfangen. Unter der Isomatte drunter habe ich jetzt mein Packbeutel. Den großen, mit dem ich auch die Isomatte aufpuste. Nicht hier, wo das meiste Gewicht ist. Und da unten am Fußende habe ich nochmal meinen Tankbeutel hingelegt. Dann ist die nochmal ein bisschen geschützter, aber der Boden ist schön weich. Oh ja, das ist perfekt. Ich war echt skeptisch, weil ich schon so viele Isomatten habe. Aber das hat sich echt gelohnt, die nochmal zu holen. Weil die so leicht ist, so ein kleines Packmaß, und die auch gleichzeitig so bequem. Ja, das bereue ich nicht, da freue ich mich richtig. Ich glaube, das ist die bestmögliche Freiheit, die man hier im Flachland machen kann. Und ja, ich meine, noch geiler ist es natürlich, wenn du in den Bergen bist. Und wenn du halt auch noch mit deinem Setup weiter wandern kannst, das vermisse ich immer so ein bisschen, dass du das halt schultern kannst und auch mal eine Wanderetappe hast und nicht wieder zum Punkt zurück musst. Ich trickse da ja so ein bisschen, indem ich dann sage, okay, wenn es jetzt zum Beispiel gerade mittags eh zu thermisch ist, dass ich dann sage, ich packe den irgendwo hin, schließe den an und mache ein bisschen Sightseeing-mäßig da, mache quasi eine Runde und komme wieder zum Motor zurück oder so. Dann hat man das Feeling auch ganz gut. Aber schöner wäre es natürlich, wenn du dich trotzdem auch laufend fortbewegst auf deiner Etappe, auf deiner Route sozusagen. Das geht natürlich nur sehr schwer und eingeschränkt über eine sehr kurze Distanz. Das ist klar, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und trotzdem finde ich es gut, dass es tragbar ist und dass man es machen kann, weil man hat im Kopf diese Option, dass man notfalls über die öffentlichen, sei es Bus oder Bahn, zurück kann. Und klar, in der Form kann man es natürlich nur im benachbarten Ausland machen. Sprich, Polen ist ideal mit der neuen Regelung, dass man da bivakieren darf, beziehungsweise sogar richtig zelten und Feuer machen darf an vielen Wäldern. Ansonsten der ganze skandinavische Raum ist super. Ist auch witzigerweise das für mich, was ich am schnellsten erreiche als Ausland, entweder den skandinavischen Raum oder Polen. Von daher wird es mich eigentlich, wenn ich Urlaub mache und sowas vorhab, immer in die Richtung treiben. Aber ich mache natürlich auch sehr gerne so Mikro-Adventures im Alltag, Berufsalltag. Und tatsächlich ist es ja bei mir ein bisschen problematisch mit meiner Gesundheit. Das ist immer sehr vage bei mir leider. Ich habe einen Tag, da ist alles super und ich bin total belastbar und leistungsfähig. Und am nächsten Tag geht es mir scheiße. Das ist immer, das schwankt halt leider, ne?
Das hängt mit der ganzen Geschichte, die ich schon erlebt habe, zusammen, leider. Deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, wenn ich nur so kleine Mikroadventures mache, so für ein oder zwei Nächte und jederzeit schnell wieder zu Hause bin, innerhalb weniger Stunden oder von einem halben Tag vielleicht. Geht mit Polen vielleicht auch noch. Dänemark wäre auch cool, aber da ist schwierig mit thermisch fliegen und so. Wenig Platz, alles voller Lufträume und sehr windig. Naja, und wenn du dann schon mit der Fähre übersetzt und Schweden, dann muss es schon ein Tucken länger sein halt, ne? Dann lohnt sich sonst nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Schleswig-Holstein und sowas, da gibt es ja noch Möglichkeiten, dass man zumindest bivakieren darf. Ansonsten wird so ein Tarp-Setup eigentlich deutschlandweit geduldet. Je weiter nördlich, desto unkomplizierter ist es. Süddeutschland, Bayern und so ist es schon richtig schwierig, weil da auch einfach die Bevölkerungsdichte höher ist. Und deswegen bin ich auch ganz froh hier im norddeutschen Raum, da kann man vieles noch machen. Was problematisch ist, ist natürlich das mit dem Flugsetup. Das geht natürlich so eigentlich nicht. Aber auch da kann man ja Sachen machen, zum Beispiel bei meinem Video, wo ich zur Flugschule geflogen bin. Da darf man offiziell zelten, man darf dort landen und wieder rausstarten, logischerweise ist ja Flugplatz. Und dann gibt es noch ein paar andere kleine Wiesen und dann kann man da auch so ein bisschen sich seine Biwak-Geschichten, Biwak-Flüge zusammenbauen halt. Und ja, da ist auf jeden Fall für viele Touren und Overnighter Möglichkeiten da. Wie gesagt, wir reden nicht von großen Flugplätzen, wir reden wirklich eher von so kleineren Wiesen, 25er Geländen oder sowas, höchste der Gefühle, so wie die Flugschule so in dem Moment, weil so einen richtigen UL-Flugplatz mit Schotterpiste oder was weiß ich, das fühle ich halt nicht. Und ja, viele, die das machen mit der Fliegerei, die machen es der Fliegerei wegen und kommen aus einer Fliegerfamilie oder sind halt einfach in erster Linie Flieger. Ich bin aber in erster Linie eigentlich einfach so ein... Mann, das ist laut, ich muss das mal umstellen. So ein... jemand, der gerne unterwegs ist, so ein bisschen Bushcraft auch macht, der wandert, der... mit einem Packraft unterwegs ist, Mountainbike unterwegs ist und einfach quasi Abenteuer erlebt in dem Sinne und Mikro-Adventures und sich einfach fortbewegt und das gerne über Land, Wasser oder halt Luft. Und da bin ich eigentlich immer sehr kreativ und habe das dann immer weiter ausgebaut. Und logischerweise, man fängt an damals, wo man halt gar keine Kohle hatte, mit über Land, mit Rucksack und Wandern. Und dann irgendwann kommt vielleicht mal ein Fahrrad dazu und dann macht man halt so Mountainbike-Touren oder irgendwas. Dann kam irgendwann halt auch mal das Packraft dazu. Da wird es dann schon langsam ausrüstungstechnisch ein bisschen aufwendiger und teurer. Aber ich mache das ja nur seit über 20 Jahren und peu à peu sammelt sich da halt was zusammen. Andere fahren halt jedes Jahr irgendwo teuer ins Ausland in Urlaub. Und ich habe halt meine Ausrüstung, die ich dann nach und nach erweitere von dem Geld. Und die habe ich dann halt immer. Und erlebe dann halt hier oder im benachbarten Ausland diese Geschichten. Das reicht mir ja eigentlich. Weil mittlerweile reizt mich auch schon mal, komplett andere Landschaften zu sehen, die man nicht kennt. Gerade weil man aus der Luft raus ja doch sehr schnell sehr viel sieht. Da wird das Land sehr schnell sehr klein, das Heimatland, witzigerweise. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Ja, und halt das Ende der Fahnenstange war jetzt mit der Fliegerei. Was natürlich so gesehen erstmal am aufwendigsten ist. Man muss super viel lernen, man muss sich da total reinarbeiten. Die allermeisten, die das so machen mit diesen ganzen Gleitschirmen oder Motorschirmen, die kommen in die Bereiche, wo ich jetzt bin, halt ihr ganzes Leben lang nicht, weil sie es auch vielleicht gar nicht wollen. Aber das war von Anfang an so das Ziel. Ich will so routiniert und so viel Sicherheit aufbauen und so viel Wissen und Know-how und mein Equipment so lange verbessern, dass ich sowas machen kann. Und das habe ich jetzt soweit geschafft. Ja, wie gesagt, hoffentlich bleibt die Gesundheit einen noch ein bisschen erhalten, dass man das möglichst oft noch machen kann. Ansonsten bin ich eigentlich immer über jeden Tag und jedes Mikroadventure, was man macht, was beschwerdefrei funktioniert,
happy und dankbar. Und ja, super cool halt, so allein das machen zu können. So was Verrücktes halt, ne? Dass man das jetzt die Zeit hat, dieses Privileg, sich quasi in allen Elementen so fortzubewegen und unterwegs zu sein und die Welt komplett in der Gänze zu erfahren. Und man kann sich das als jemand, der nicht fliegt, ja gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Auch jemand, der ein Flugzeug fliegt, kann das nicht. Du kriegst halt alles mit und du bist halt total auch ausgesetzt. Du brauchst, gerade wenn du thermisch fliegen willst, dann brauchst du so eine gewisse Grundgelassenheit und so ein Grundvertrauen. Da muss man sich so ein bisschen hingeben und das Ding jetzt nehmen, wie es ist. Aber ja, mit Wissen und mit Erfahrung weiß man ja schon, jetzt wird's eklig, jetzt nicht. Jetzt starte ich halt oder jetzt warte ich halt noch eine Stunde. Und das Coole ist ja, dass du selbst bei Kacktagen, wo viele immer denken, da geht gar nichts, kann man ja dann trotzdem meistens ziemlich entspannt eine oder zwei Stunden manchmal noch fliegen. Und ja, es geht immer irgendwie ein bisschen was halt, ne? Hier übrigens immer schon die Rehe bellen hier. Ja, na gut, jetzt telefoniere ich mal noch mit meinem Vater. Ich habe gerade scheinbar Empfang bekommen. Sehen wir uns morgen früh. Guten Morgen. Da vorne steht erstmal ein Kranich. Sehr schön. Von der Feuchtigkeit hier drinnen hat sich schon einiges gebildet, aber wir hatten ja auch richtig Nebel in der Nacht. Das ist eine ordentliche Bodenfeuchte gewesen. Also relativ normal, dass das passiert. Unten hier geht's eigentlich. Aber war schon echt kühl. Also da ist das jetzt an der Grenze gekommen hier. Dementsprechend habe ich schon ein bisschen getrickst und habe jetzt zusätzlich noch meine Jacke genommen und dann ging es eigentlich ganz gut. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die Sonne noch mal mehr rumkommt. Wird sie wohl auch irgendwann mal. Ich habe eher noch Zeit. Ich will wirklich auch ein bisschen thermisch fliegen. Ich sehe schon, oben sind ja noch Zirren. So, erst nachmittags einsetzen. Das heißt, ja gut, der ist ganz so lange, würde ich nicht warten, aber über vor 11 rum werde ich nicht starten. So, ich weiß nicht, ob man es von hier sieht. Da liegt mein Zeug. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen rausgetragen, wo der Wind ein bisschen besser ansteht. Also das bisschen, was da ist. Da ist die ganze Zeit so ein Firmentransporter, der da geparkt hat. Wir haben hier diese Panzerplattenstraße, die hinter dem Wald lang geht. Und die geht dann hier so rum. Und ist alles landwirtschaftlicher Verkehr nur. Und dann ist er hier lang gefahren, die Panzerplattenstraße. Da bin ich gerade lang mit meinem Tarp in der Hand. Hab das ein bisschen trocknen lassen, ein bisschen im Wind ausgeschüttelt. Und dann ist er hinterm Wald rum. Hat geguckt, ob er näher rankommt. Also denke ich mir so, keine Ahnung, was er sonst vorhat. Und jetzt steht er seit ungefähr 20 Minuten da hinten und parkt da. Komisch. Steigt keiner aus, kommt keiner. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es ein Handwerker ist, der jetzt ein bisschen Päuschen macht. Vielleicht sogar hier hinten extra den kleinen Schleichweg immer langfährt, damit der Chef ihn nicht sieht. Dass er nicht zu schnell beim ersten Kunden ist oder vom ersten Kunden zurück ist oder sowas. Boah, und jetzt hat er halt gesehen, hier läuft einer auf der Wiese. Dann gucke ich mal. Kann ich mich da hinstellen, dann sehe ich wenigstens noch was. Also anders kann ich es nicht erklären. Gestern Abend, als ich gerade angekommen bin, gelandet bin, hatte ich mein Zeug ordentlich zusammengepackt. Schirm zusammengerafft, alles hingelegt in Reihe und Glied. Auch ein bisschen abseits vom Weg. Und bin dann auch einmal in die Büsche, musste austreten. Und habe aber von dem Punkt aus, wie jetzt, Blick auf meine Ausrüstung gehabt. Und dann auf einmal gucke ich, geht einer zur Ausrüstung hin. Und ja, ich mache dann Ruhe fertig. Und dann gucke ich nochmal und dann denke ich, was macht denn der da? Der hat ja jetzt Sachen in der Hand von mir. Dann hat er wirklich angefangen, mein Helm,
und Gehörschutz und alles, was so interessant aussah, auf einmal in der Hand zu haben. Dann bin ich schnell angekommen. Der hat auch immer auf sich umgeguckt, aber hat nicht in meine Richtung geguckt, hat mich also erst total spät gesehen. Ich habe dann schon gerufen, hey, hallo, was machen Sie da? Und da hat er sich übelst erschrocken, umgedreht und ja, dann hieß es wohl, er hat nur geguckt, er dachte, da wäre vielleicht einer abgestürzt, wobei mein Schirm ja schon zusammengepackt war. Also eine ganz eigenartige Nummer. So, Anziehprozedere abgeschlossen. Dann gucken wir mal. Wow, beim ersten, nice. Ja, ich hätte auf den Wind warten sollen. Und vielleicht ein bisschen weiter da hinten rein. Aber weißt du was, wir machen jetzt einfach einen Vorwärtsstart. Oh, der liegt schon hier. Krass. Kommen sie automatisch. Da liegt natürlich jetzt richtig beschissen.
So, herrlich. Der erste Gleitflug des Tages. 1,1, jetzt habe ich 1,3 bewegt. 1,1, wenn ich still sitze. Na gut. Doch 1,2, 1,3. ja, ging gut hoch. Ich habe zwar den Motor laufen lassen, weil ich möglichst schnell Höhe machen wollte, möglichst effizient. Und ja, so früh am Morgen, ich glaube nicht, dass die jetzt so solide war, aber ich hatte zwischenzeitlich mal 3 Meter integriert angezeigt und ich kann ja nur mit 1,5 aufsteigen. Sprich, das wäre auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr als 0 gewesen. Hätte aber ewig gedauert, da so hoch zu klettern. Aber in Kombination mit Motorschub war das super. Habe ich jetzt schön Sprit gespart. Ja, bin jetzt bei etwas über 900 Meter MSL hochgestiegen. Aber jetzt würde ich gerade erstmal ein bisschen abgleiten. Richtig schön eingerichtet hier. Gucken, wann die Thermik wieder anfängt. Also ich habe so gemerkt, als ich 650 Meter überstiegen hatte, da war da nicht mehr viel. Jetzt blubbert es ein bisschen. Sinken wird stärker. Arbeitet auf jeden Fall was. Ansonsten bin ich froh, dass ich gestern losgeflogen bin, weil heute ist ja wirklich nicht viel. Außer die Zirren sieht man nicht wirklich eine vernünftige Kumuli irgendwo. Also ich lasse mich so bis 500 absinken und dann starte ich den Motor neu. Dass ich für die Steigflüge nicht zu viel Energie verbrauche. Und dann suche ich in 500 Meter Höhe einfach weiter, ob ich Thermik irgendwas finde. Oh, guck mal das Haus da an. Am Privatsee-Teich auf einen Steg gebaut oder mit Steg dran und dann im Wasser eine kleine Insel, wo ein großer Baum drauf steht, auch verbunden mit einem Steg. Das ist ja geil, ey. Und hier steigt es. Oh, steigt sogar gut, ey. Hier ist weg. Na? Sechshundertzehn. Gucken, ob ich die Höhe wenigstens halte. Gleite weiter, weil den kann ich leider nicht lukrativ drehen. Vielleicht kann ich ein bisschen im Geradeausflug hier was mitnehmen. So. Natürlich ungünstig, wenn es genau vom Mund kommt. Ja, so. Aber das reicht nicht, um da gescheit was draus zu machen. Zumindest habe ich eine 23er Gleitzahl. Mal hier über das Industriegelände schauen.
Was natürlich auch interessant wäre, wäre der Steinbruch da, ne? Oh, ist das für ein geiler Turm da hinten? Was ist das für ein Hügel überhaupt? Ich glaube, da fliege ich mal ran. Trotzdem mal die erste Kurve. Wobei, nee, das ist hier rechts, ja. Eher rechts, würde ich behaupten. Ja, das ist eine richtig kleine Anhöhe. Sonne scheint rein. Schade, dass hier keine Thermik ist, ey. So schlecht sieht es da gar nicht aus eigentlich. Ja, über den schwarzen Dächern. Das ist aber alles immer so klein, das kann man gar nicht eindrehen. Ne? Ich weiß nicht, war jetzt eigentlich zu früh gedreht? 530. Jetzt halten können ein bisschen. Dafür, dass so wenig Wind angesagt war, ist ganz schön windig, ey. Straße gibt's da. Thank you.
Strauß, das sind schon ganz schön dämliche Tiere, ne? Die kriegen eine Panik da, die Kühe stehen ganz entspannt da. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. So, ja, hier bin ich gelandet. Richtig schöne große Landewiese. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Platz. Aber dadurch, dass heute ja doch wieder recht straffer Wind war, habe ich mir lieber die Wiese ausgesucht. Weil dann hatte ich das hier noch alles als freie Anströmung, weil der Wind kommt genau von hier vorne. Bin dann quasi hier gelandet, quasi einfach hier vor dem Ding so abgeachtert und dann das letzte Stück kannst du da reingleiten. Dann merkt man mal eigentlich, wie wenig Platz man tatsächlich nur braucht. Aber du willst ja eine freie Anströmung haben und ein bisschen zuppelig wurde das auf jeden Fall schon. Ansonsten ist die Luft ziemlich ruhig. Es ging die ganze Zeit nichts durch beim Einpacken. Also ich hätte mich auf jeden Fall nicht halten können. Ja, ein bisschen Sprit hat man zwar noch, aber was nützt das ein? Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich mich hier über die Stadt noch hätte halten können. Aber witzigerweise das Haus da, also nicht das rechte, sondern das linke, das ist der alte Bahnhof. Und das ist mittlerweile eine Gaststätte. Und da sitzen wohl schon welche auf der Terrasse, hat mich gerade einer aufgeklärt, der hier lang kam. Da habe ich schon wieder alles ganz genau erklärt, das Hobby. War total begeistert. Und ja, da laufe ich jetzt mal eben hin und dann setze ich mich da hin. Da kann ich in Ruhe warten, was essen und ja, Bierchen trinken. Wunderbar. Heute war eigentlich bessere Thermik angesagt, war es auch irgendwie nicht. Vielleicht wird das noch im Laufe des Tages. Und gestern war gar nicht so gut angesagt, dafür war gestern eigentlich ganz gute, ruppige Thermik mit teilweise tagsüber dicken Quellwolken, wo man echt denkt, okay, satte dunkle Basis, kleine Türmchen oben drauf, okay, könnte auch sich überentwickeln, aber zum Abend in 16 Uhr, als ich dann gestartet bin, da hat man gesehen, okay, das schaffen sie nicht mehr, dann konnte man safe rausstarten. Aber ja, wie immer, Wetter wird am Platz gemacht, ne? Man kann sich auf die Dienste aktuell nicht wirklich verlassen. Und du musst immer einfach ja, die Nase im Wind halten und in den Himmel gucken und dann weißt du, wie das Wetter ist. Anders funktioniert es nicht. Besonders witzig finde ich immer die Wetterberichte von ARD und so in den Nachrichten, wenn sie dann sagen, wie an dem Tag jeweils das Wetter gewesen ist. Super, das habe ich ja dann selber erlebt. Naja, okay. So, Leute. Kommt wieder der nicht so angenehme Teil. Einen schwülen Sommertag. Die Ausrüstung am Boden tragen. Aber ich habe ja mein Ziel zum Glück schon in Blickreichweite. Da geht's ja. Da. Das wäre cool, wenn man direkt am Rande von der Altstadt, ich meine, es ist jetzt nicht weit, es ist nur ein Kilometer oder so, dann bin ich in der Altstadt. Aber selbst da will ich jetzt nicht unbedingt hinlaufen, weil man wirklich direkt am Rande oder im Zentrum am besten noch einen schönen offenen Park hat mit einer Landewiese. Das hätte was. Das ist jetzt verlegt. Das ist im Prinzip das, was unten drin ist. Wechselklamotten, Zelt, Isomatte und Schlafsack. Ja, und da liegen die anderen Kleinigkeiten. Ach ja. Ein Grundbedürfnis eines Menschen ist das hier. Einfach mal sich treiben lassen. Unterwegs sein, erkunden. Das steckt in uns drinne. So, jetzt bin ich am Gleis angekommen.
Dafür lohnt sich doch das ganze Warten, ey. Minus 0,8 sinken nur, ey. Heftig. Da sag ich, ah, Gleitzahl, 24. Geil. Oh yeah. Ich würde total gerne zu der Insel da. Aber das Problem ist, ja, eigentlich müsste es passen vom Wind. Der kommt genau von hinten. Aber wenn ich da vorne bin, nicht, dass er mich irgendwie dran vorbeischiebt, irgendwas Komisches ist. Lieber nicht, ich gehe hier lang, dann habe ich das Ding noch als Safety-Netz, wenn es mich verbläst. 10 km weniger Wind heute, dann hätte ich es gemacht, wäre ich hier über die Dinger gehüpft.